Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte jetzt gerne den SPD-CDU-Antrag zur dualen Berufsausbildung einbringen. Wir fordern mit diesem Antrag die Landesregierung auf, gemeinsam mit den Kammern und den Verbänden zu erörtern, ob die Wirtschaft doppelqualifizierende Bildungsgänge mit Berufsabschluss und Abitur unterstützen bzw. anbieten will, welche Ausbildungsbereiche sich dafür am besten eignen und auch regelmäßig über die Ergebnisse zu berichten dieser Gespräche. Damit reagieren wir auf die Fachkräftebedarfsentwicklung und auch in unserem Koalitionsvertrag unter Ziffer 247, ich möchte gerne zitieren, die Koalitionspartner prüfen, inwieweit Berufsausbildung mit Abitur sowie duale Studiengänge dazu beitragen, den Stellenwert der dualen Berufsausbildung zu erhöhen. Und vor allem, wir wollen auch eine gerechtere Behandlung zwischen akademischer Ausbildung und dualer Ausbildung erreichen. Und vor allen Dingen der hohen Studienneigung soll eine attraktive Option angeboten werden. Und mit einer soliden beruflichen Ausbildung und eines möglichen anschließenden Studiums haben unsere Absolventen oder unsere Azubis natürlich äußerst gute Perspektiven. In unserem Land gab es bisher mehrere Schulversuche. Von 2001 bis 2005 führte die Integrierte Gesamtschule Neustrelitz mit der beruflichen Schule Mecklenburg-Strelitz einen Schulversuch Fachinformatiker mit Abitur durch. Und das war auch im Mitteilungsblatt 4/2001 dargestellt. Und es wurde auch dort gesagt, es ist bundesweit eine einzigartige Ausbildung. Diesen Schulversuch habe ich als Schulleiter maßgeblich mit vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet. Zur Auswertung werde ich nachher noch einiges sagen. 2005 bis 2009 führte die Steuerkammer in Rostock mit der beruflichen Schule Rostock einen Schulversuch Steuerfachberater mit Abitur durch. Dieser Ausbildungsgang wurde bis 2016/17 auch verstetigt. Und die großen Vorteile, brauchen wir nichts vorzumachen, sind natürlich ohne Abstriche zwei komplette Ausbildungen für die Azubis und der natürlich alle Optionen für den späteren persönlichen Werdegang offen hält. Nachteile gibt es natürlich auch. Und ein Nachteil ist, die Ausbildungsbetriebe müssen über 4 Jahre finanzieren. Das war ein großer Nachteil. So, dann während des Unterrichts stehen die Azubis nur wenig zur Verfügung. Ist ja mehr theoretische Ausbildung, ist natürlich auch ein Problem. Und das Hauptproblem, was die Firmen dann gesagt haben und was auch eine Verstetigung dann eher schwierig macht, nicht alle Auszubildenden kehren zu dem Ausbildungsbetrieb zurück. Also die investieren vorher und dann steht ihnen natürlich die Welt offen und das ist natürlich auch ein Problem. Derzeitige Probleme sind, es stehen zu wenige Angebote, sprich Branchen zur Verfügung und die duale Ausbildung ist auf wenige Standorte konzentriert, bei uns in dem Fall jetzt Rostock. Und Schüler müssen belastbar sein und leistungsstark. Die zukünftigen Perspektiven sind natürlich für die Schüler äußerst attraktiv. Und das Handwerk ruft auch förmlich nach der Berufsausbildung mit Abitur. Handwerk braucht leistungsfähigen Nachwuchs. Ich sage mal hier bloß das Stichwort Digitalisierung. Es fordert vom Bund auch eine Exzellenzinitiative, ähnlich wie wir das bei den Hochschulen haben. Eigentlich eine sehr gute Idee, das sollten wir intensiv auch weiterverfolgen. Und gerade auch der Fachkräftenachwuchs in dem MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, in den Berufen sind, ist natürlich Nachwuchs äußerst gefragt. Studienqualifizierende Abschlüsse werden dann immer mehr gefordert und man braucht natürlich für diese ganze Ausbildung auch motivierte Projektpartner. Wir arbeiten andere Bundesländer, das ist auch mal sehr spannend, das ein bisschen zu beobachten. In Sachsen gibt es DUBAS, das heißt duale Berufsausbildung Sachsens. Da gibt es zum Beispiel in Dresden den Fachinformatiker und IT-Systemelektroniker, in Leipzig die Metallberufe oder in Bautzen den Industriemechaniker. Die sächsischen Unternehmen haben schon ganz klar erkannt, dass es einen Wettlauf um die besten Fachkräfte gibt und den möchten sie natürlich im Land haben und den fördern und natürlich dann auch fordern. Man hat dieses System DUBAS ab dem letzten Schuljahr zur Regelausbildung gemacht und das ist natürlich ein großer Vorteil. Es gibt dort ebenfalls ein neues Modell, FOS Plus, die Kombination beruflicher Ausbildung mit Fachhochschulreife. Und da gibt es eine breite Option der Berufe von Augenoptiker bis Elektroniker, vom Fliesenleger bis Kfz-Mechatroniker. Und die Frage stellt sich natürlich, was können wir für unser Bundesland entwickeln? Gegenüber Sachsen sind wir natürlich wirtschaftlich anders aufgestellt. Wir sind dünner besiedelt
und haben weniger größere Städte. Aber auch bei uns stellt die Wirtschaft Anforderungen und eigentlich auch sind positiv den neuen Ausbildungswegen dann aufgeschlossen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern laufen wir auf den Fachkräftemangel zu. Und wenn wir uns die anschauen, die Digitalisierung ist das Entscheidende in den nächsten Jahren, brauchen wir natürlich auch dementsprechenden qualifizierten Nachwuchs. Wir sollten also nach praktikablen Wegen der dualen Ausbildung suchen. Das geht nur im Verbund mit den Kammern und Verbänden und natürlich auch mit den Gewerkschaften und Schulen und Schulträgern. Wenn wir so weit entwickeln wollen, soll das auf mehrere Schulstandorte über das Land verteilt werden und Schulstandorte dementsprechend entwickelt werden. Diese Ausbildungsgänge sollen auch verstetigt werden, dass man auf Schülerschwankungen auch dementsprechend reagieren kann. Stimmen Sie unseren Antrag zu. Ich denke, es ist ein wichtiger Schritt in der Ausbildung von Mecklenburg-Vorpommern. Danke.